Hallo und herzlich willkommen zurück zu Terratech mit unserer Höllenmaschine Feuerkraft auf Doom. Wir schießen leider über den drüber. Das ist das Problem, was wir jetzt haben. Oh, da ist eine Kanone von mir. Oh, ich muss zurück. Oh, shit. Aber wir haben ihn schon zerlegt. Er ist schon kaputt. Auch wenn wir, boah, was haben wir alles? Was ist denn jetzt passiert, ey? Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Können wir das ein bisschen nach vorne bauen? Okay. Puh. Da haben wir jetzt aber so richtig Schwein gehabt, würde ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir solche Probleme kriegen mit dieser Höllenmaschine, die wir hier hatten. So, jetzt müssen wir gleich zu Anfang der Folge wieder neu rumbauen. Aber wir haben genug Teile auf jeden Fall. Guck mal, das ist auch Schrott. Das kann einfach alles weg. Alle Teile, die Schrott sind, können eigentlich weg. So, wir müssen das so bauen, dass wir immer an unser Teil in der Mitte rankommen. Falls wir mal irgendwann was ausbessern wollen. Hier ist noch ein einzelner Block, da ist noch ein einzelner Block. Super. Okay. Jetzt haben wir noch ein bisschen Doppelblöcke. Die können wir, die bauen wir einfach hier so rein. Und dann noch hier so einen hin. Das wird unsere Maschine. Ich glaube, unsere ganzen Laser sind, glaube ich, kaputt, ne? Das war unsere beste Taktik, die Laser. Da ist noch ein Laser, den bauen wir hier an die Seite dran. Den Laser auch. Dahinter kommen dann. Dahinter. Da. Ich kann den nicht aufheben. Dahinter kommt dann der. Obwohl, die können wir eigentlich auch weglassen. Weil eigentlich sind die hier stärker. Kommt da schon wieder ein Fahrzeug auf mich zu. Ich bin noch nicht fertig mit umbauen. Ich bin noch am Bauen. Jetzt hört mal auf hier. Ich muss jetzt noch meine Waffen hier anbringen. Nee, nach hinten wollte ich nicht haben. Genau. So, und da auch noch. Jetzt wäre noch ein paar Laser nicht schlecht. Ich habe die ganzen. Meine ganzen Hauptlaser sind, glaube ich, alle kaputt. Das ist. Boah, wie hat er die denn alle abgeschossen, ey? Shit, ey. Naja, andere Waffen sind noch genug da, aber ich wollte eigentlich noch Laser haben. Da bevor nichts geht, machen wir lieber solche Waffen drauf, ne? Haben wir davon noch einen? Auf die Symmetrie muss man natürlich achten. Da ist noch so welche. Dann bauen wir die noch dahin. Und den da. Aber leider haben wir eine Achse zu viel, um richtig wendig zu sein. Ich brauche einen Laser. Haben die keine Laser? Nein, Laser haben die scheinbar nicht. Du bist leider in der Mitte. Wer in der Mitte ist, hat grundsätzlich verloren. Ich zerschieße einfach alles. Wenn du näher kommst, schieße ich dich. Er wollte auch nicht hören, ne? So, hat er aber keine Laser dabei gehabt. Jetzt gucken wir, haben wir irgendwas verloren? Schon wieder einen Laser verloren. Ah, Mann, ey. Doch, der hat ein paar Laser dabei gehabt. Immerhin. Aber nur so schlechte Laser, nenne ich sie mal. Schlechte Laser. Aber auch nicht genug davon, ne? Ich würde noch einen hier hinbauen wollen. Das müsste theoretisch auch gehen. Ist da noch irgendwo ein Laser? Jetzt wird so ein kleiner. Ne, das sind alles nur die normalen Waffen. Ein Bohrer brauche ich nicht. Okay, ich begebe mich jetzt einfach ins nächste Kampfgebiet. Ist hier ein Laser bei? Nee. Ich will ja auch bessere Teile finden. Das ist ja so mein Hauptziel, ist immer bessere Teile zu finden. Und dann umzubauen. Man will ja größer werden und stärker. Und wir versuchen das jetzt einfach ohne Basis. Die lassen wir da hinten einfach stehen. Dann passiert da nichts mit. Da hinten sind drei leuchtende Punkte. Da gibt es auf jeden Fall Teile. Ob ich die holen kann oder ob ich dabei kaputt gehe, weiß ich nicht. Aber das probieren wir einfach mal aus. Ich hoffe, da gibt es gute Teile. Neue Reifen wären zum Beispiel nicht schlecht, weil hier durch den Sand kommt man mit meinen Reifen, die ich jetzt habe, wirklich nicht, also kommt man nicht so gut mit vorwärts dann. Da gibt es, ich kann es nicht genau erkennen. Es sind keine drei Leuchtpunkte, sogar nur zwei, schade. Und auf jeden Fall streitet sich da jemand schon drum. Ah, da gibt es immer dieses gelbe Ständerding. Oh, da gibt es mehrere Teile. Oh. Da muss ich den erstmal versuchen zu zerschießen, auf die Entfernung am besten schon. Zerschießen. Ah, das sind noch die alten Reifen, die er hat. Oh. Ist er noch da? Sehe ich das hier noch? Ich muss seine Waffen abschießen. Oder irgendwie muss ich auf jeden Fall kaputt kriegen. Ich will die Teile haben. Ja, jetzt umgekippt. Hin, los. Hin, schnell hin. Die gelben Teile halten natürlich richtig viel aus. Die halten richtig viel aus. Richtig übertrieben. Und kaputt ist er. Kaputt. Mach nicht den gelben Block kaputt. Den willst du ja noch haben. Okay. Wow. So. Oh, jetzt können wir komplett umbauen.
Kann ich einfach meine Maschine hier stehen lassen? Müsste eigentlich können, ne? Ich muss doch von oben. Ich bin so hochgebaut, dass ich nicht mehr an den Block ran kann. Guck mal. So. Da habe ich ihn. Da kann ich einfach meine andere Maschine, dass ich einfach hier stehen. So, andocken. Das ist nicht mein, das ist doch mein Führerhaus, oder? Ja. Wieso kann ich den nicht da dran docken? Geht das nicht? Doch, so geht's. Guck mal. Hä? Hallo? Drück mal B. So, jetzt setze ich die einfach an der Seite dran. Den anderen auch. das wird eine lustige Maschine jetzt. Wir bauen immer nur lustige Maschinen. So kann ich natürlich noch nicht fahren. Bauen wir mal Reifen vorne hin. Ich versuche was zu bauen. Ist ja legitim, dass ich das darf, ne? Man muss ja ab und zu mal seine Maschinen umbauen. So kann ich hier nirgendwo hin. Das Problem ist, wenn da hinten jetzt ein anderer kommt gerade. Ich habe mich natürlich hier richtig scheiße hingestellt. Oh, ich habe schon einen Reifen. Das reicht, um mich ein bisschen vorzubewegen. Geil. So, habe ich hier noch einen Reifen? Danke. Und noch einen Reifen? Was habe ich noch so einen Reifen? Da ist noch einer. Bewaffnung habe ich jetzt irgendwie nicht so, ne? So. Ich glaube, ich nehme meine Antwort und anderes Fahrzeug jetzt dann doch auseinander. Wir müssen mal wieder einen kompletten Reset bauen hier. Ein neues, ganz neues Fahrzeug bauen. Das ist einfach mal manchmal so. Es geht einfach nicht anders. Nein, jetzt bitte nicht hier vorbeikommen. Ganz böse gerade, wenn du jetzt vorbeikommst. Ich bin jetzt gerade mitten am Umbauen meines Fahrzeuges. So machen wir das. Das machen wir dann so. Ich muss zumindest mal mobil werden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hinten mal Reifen dran bauen. Das sieht krank aus, das Fahrzeug. Definitiv krank. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. So. Die ganzen Waffensysteme müssen mal eben weg hier. Oh ja, so eine Spitze dran bauen, das ist super. Und dann der dahin. Ich brauche mehr Waffen. Ich brauche überhaupt mal Waffen. Ich habe nämlich keine jetzt gerade. Hier vorne bauen wir einen Laser. Der muss, ja, ich habe nur einen von diesen roten Lasern. Das ist natürlich doof. Ich glaube, das ist doch der rote Laser, oder? Kann ich den nicht hier vorne... Nein, dass er an dem Block dran geht. Genau so. Ja, das wäre ganz cool. Kanonen. Da oben drauf. Da oben drauf. Ich baue gerade mein komplettes Fahrzeug um. Einfach nur, weil ich es kann. So. Und noch mehr Kanonen. Da kommt noch ein... Nein, da nicht. Da nicht. Da muss es hin. Ich würde ja mehr auf Laser wieder setzen, weil Laser, die zerschießen einfach alles. Das haben wir ja gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch mehr Kanonen dahinter, ob die was bringen, wenn ich dahinter auch noch welche setze. Das weiß ich nicht. Eigentlich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss ein bisschen höher da hinten. Kann ich ja noch. Ich habe ja noch genug Teile. Kann ich das eben ein bisschen drehen? Es kommt aber auch gerade keiner vorbei. Das ist ganz gut so. Die ist hier nicht mehr so schlecht, ne? Ich baue auch ein ganz komisches Fahrzeug nach hinten hin, so komisch auslagernd. Boah, wir brauchen die volle Feuerkraft hier. Wir bauen uns da irgendwas zusammen. Das wird episch werden. So, Laser. Laser, auf jeden Fall noch ein paar Laser davor setzen. Haben wir noch mehr Laser? Da ist noch Laser. Unten, ganz unten hin. Das Problem ist nämlich, dass das Fahrzeug an sich schon ziemlich hoch ist. Kann man da noch einen Laser irgendwo hinsetzen? Ne, weiter unten geht's nicht. Das sind die Reifen. Wenn ich hier oben Laser hinsetze, glaube ich, bringt das nicht so viel, ne? Habe ich noch einen Laser irgendwo? Nein? Kein, doch, da ist noch einer. Hier an die Seite. Dahinter müssen dann hier so Kanonen nochmal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, noch da Kanonen hin. So, und hinten machen, was machen wir hinten noch? Hinten muss auch noch ein bisschen gebaut werden. Ich brauche auf jeden Fall, Teile brauche ich noch hier, also so gelbe Teile am besten. Ziehen wir so da drauf. Wir brauchen auch noch ein Gegengewicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Reifen das alles ziehen können. Man weiß es nicht. F, nach vorne hätte ich es gerne, genau. Dann noch so kleine Teile daran. Sieht auf jeden Fall mal lustig aus, oder? So, jetzt brauche ich hinten noch Kanonen dran. Falls nämlich einer von der Seite angreift, dann können diese Kanonen sich umdrehen und auch noch schießen. Das war so der Plan gerade. Nach vorne werden sie nicht viel ausrichten können. Müssen sie aber auch nicht. So, habe ich noch, Kanonen. Sehr gut. Ja. Auf jeden Fall noch mitnehmen. Die hier. Okay, jetzt reicht's. Ich bin sowieso arschlangsam mit dieser Karre. Oh mein Gott. Aber sieht awesome aus. Ich habe zwei Kanonen, die leuchten. Das ist natürlich doof. Die kann ich noch austauschen. Da habe ich noch eine andere.
Und Laser gibt es hier keinen mehr, ne? Oh, ich bin so langsam. Wo zieht denn die eine Kanone hin? Egal. Ich brauche jetzt... Wichtigstes Ziel ist jetzt neue Reifen finden. Ich muss vor den hinfahren und den versuchen zu zerschießen mit diesem Ding. Oh, was soll man die ganzen Teile hier mitnehmen? Gut, ich will die Konstruktion. Ich muss euch die mal zeigen von der Seite. Awesome, oder? Awesome, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was habe ich da gebaut? Guck dir das mal an. Oh Mann, ey. So. Egal, wir fahren mal damit. Da hinten gibt es irgendwo einen Gegner. Also wir haben genug Laser dabei. So ist ja nicht. Aber der hat mehr Laser dabei. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zerschießen, 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 zerschießen. Jawohl, wir haben ihn zerlegt. Und er zerlegt uns auch. Ja, komm ruhig nach hinten. Das ist kein Problem. Wir haben hinten auch Waffen. Du scheinbar nicht. Wow. Ja, genau. So ist gut. So ist die richtige Reichweite. Das sind diesen. Wo ist denn der fahrende Block? Ah, da ist der Block. Stirb einfach. Wow. Ich glaube, das hat uns einiges wehgetan. Oh, guck mal, wie. Oh, mein Fahrzeug ist vorhin schon freigelegt. Alter Verwalter, das war nicht so prickelnd. Moment, wir stellen den aufstellen, wäre gut. Auf mir ist auch so, genau. So ist auch schön. So, haben wir ein paar Laserkanonen gekriegt von ihm. Wir haben auf jeden Fall Reifen verloren. Und er hat uns wieder keine neuen Reifen mitgebracht. Ich hätte gerne neue Reifen gehabt, aber nein. Das soll wohl nicht sein. So, was haben wir denn an Laserkanonen? Da ist eine. Ist das ja auch eine Laserkanone? Nee, das ist eine normale. Oh, da wurde gerade ein Panzer respawned. Aber bitte erst, wenn ich Waffen genug habe. Der hatte doch rote Laser dabei. Habe ich die alle zerschossen oder was? Das ist ja traurig, ne? Irgendwie. Viele kleine Kanonen. Na gut, besser als nichts. Kommt, setz dich mal irgendwo. Hier hinten. Aber nicht den Reifen abbauen. Ich muss näher ran. Ich muss mal diese Waffe dahin bauen. Und direkt dahinter nochmal das gleiche Spielchen. Da ist noch eine Laserwaffe. Die hier vorne dran. Auf der anderen Seite auch. Und dahinter zwei von denen, wenn wir noch haben. Haben wir noch? Weiß ich nicht. Da ist ein roter Laser. Wow. Wieder ganz nach unten. Damit er. Der soll auf die Reifen schießen. Da ist noch einer. Und noch einer. Okay, die haben wir noch ein paar. Ich setze auf pure Waffenpower. Und die anderen Teile werde ich versuchen mir zu erfarmen. Also zu erschießen. Ihr seht ja, wie weit ich schon gekommen bin. Ich bin voll das Krüppelfahrzeug, ey. Habe ich Laser? Ja, ich habe Laser. Okay, dieses Ding muss einfach mal weg. Und dann kann ich mich mal voll Laser auf den da hinten schießen. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Ich halte Abstand. Ich halte Abstand. Ja, es sieht besser, wenn man alles wieder hoch. Ich kann. Dreh dich mal um, genau. Zerschieß ihn. Boah, wie viele aussehen. Oh, Vorsicht. Fahr zurück. Ich will nicht sterben. Ist er kaputt? Habe ich die wohl zerlegt? Was hast du für mich? Nix. Ein paar Teile könnt ihr austauschen, aber das muss ich, glaube ich, nicht. Kein Laser dabei. Hm. Also, ich muss natürlich jemanden suchen, der bessere Teile für mich hat. Das ist ja klar. Wie lahm ich bin, wenn ich was vor mir herschiebe. Voll die Wand von hinten, ey. So, wir suchen bessere Teile. Und zwar suchen wir in erster Linie, ich komme nicht weiter. Ich stecke fest. Festgefahren. Habe ich irgendwelche Reifen verloren? Ne, ich habe alle Reifen noch, ne? Hm, komisch. Also in erster Linie suche ich Reifen. Denn durch die Wüste zu kommen mit diesen Reifen, die ich im Moment habe, ist echt ein bisschen mühselig. Sehen wir irgendwelche weißen Dinger in der Ferne? So leuchtende? Nein. Also dafür, dass ich vor zwei, jetzt mittlerweile drei Folgen erst wieder neu angefangen habe, bin ich schon wieder relativ weit für dich. Ich habe schon die ersten gelben Teile auf jeden Fall. Jetzt hätte ich halt nur gerne auch große Reifen. Das wäre so richtig awesome. Waffen habe ich genug, um alles zu zerschießen, was kommt. Da hinten sind nur Geysire. Ich bin halt sehr langsam unterwegs. Das liegt halt an meinen Reifen. Ich will bessere Reifen. Hier sind auch keine Gegner, die ich zerschießen könnte, weil es hier einfach nichts gibt. Wie es hier einfach nichts gibt. Zur Base zurück will ich auch nicht. Komm, gewaltige Feuerkraft. Ja, läuft, ne? So, wo könnte es denn hier was geben? Da sind auch noch ein Geysir.
Wir sind bei 15 Minuten, ganz genau. Ich würde sagen, beim nächsten Mal suchen wir uns wieder neue Teile zusammen. Das ist unsere Maschine mit... ja, ich denke, wir haben so ein paar Waffen an Bord. Läuft, würde ich sagen. Genug Laser haben wir auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Haut rein. Euer Razamon. Tschüss.